Happy Halloween, meine zauberhaften, zauberhaften, zombiehaften, zauberhaften, Alter, was ist denn mit mir? Zauber. Happy Halloween, meine zombiehaften Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Skill-Video, Freunde. Heute gibt es Halloween Edition Candy Coated Sharp Scotch. Genau so sieht's aus. Bin mal sehr gespannt, meine Axt hackt, was diese Figur so drauf hat, Freunde. Ja, das ist ja die Halloween Edition von diesem Jahr. Letztes Jahr war es ja Fiesta gewesen. Ja, war auch nicht so ganz verkehrt gewesen, aber die Figur gefällt mir wirklich nochmal ein Tick besser, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. So, eigentlich hätte ich mich vorbereiten können und ich hätte mal schnell zum zur Skylanders Academy laufen können. Ja, habe ich ein bisschen verpasst, Freunde. Ein bisschen verpasst, auf jeden Fall. So, ich habe aber genug Geld gesammelt. Ich habe natürlich schon den Seelenstein gesammelt. Das heißt, Freunde, wir können ordentlich hier Gas geben, ordentlich Gas geben. Ja, Sharp Scotch ist vom Element Gespenst, ist ein Smasher. Sieht man natürlich an ihrer großen Axt, ja, was extrem lustig ist, ist auf jeden Fall, dass ja, dass diese kleine Figur diese große Axt tragen kann. Ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall richtig ab, würde ich sagen. So, Freunde, und wir haben natürlich die ersten beiden Fähigkeiten, und zwar, ja, sind die Hack, 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 drücke Viereck, um Dinge mit deiner Gruselaxt zu zerhacken, wirbelnd zum Sieg, drücke Kreis, um deine Axt herumzuwirbeln und Gegner zurückzustoßen. Genau, Freunde, so sieht er da aus. Hier haben wir einmal Hack, 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 auf jeden Fall geil, oder? Wie schnell, brutal schnell Sharp Scotch auf diese Axt schwingen kann. Richtig geil. Ja, und hier sieht das so aus, als ob der die gerade nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, und dann wird mal richtig gewirbelt hier. Ja, richtig lustig. So, Freunde, das Ganze schauen wir uns natürlich einmal an. Vorsicht. So. Ja, 29, 29, Freunde, 28 dann oben drauf. Und dann haben wir hier nochmal die Wirbelattacke mit 22 Schaden. So stark ist diese Figur jetzt noch nicht, aber ich bin mal der Meinung, Freunde, dass wird noch kommen. Auf jeden Fall. Ah, richtig gut. So. Geh doch endlich kaputt, du Mistvieh. So. Mein Gott. Verbesserung, Freunde. Was haben wir denn hier? Sofort die dritte Attacke. Den Kopf verlieren. Drücke Dreieck, um deinen Kopf auf deine Gegner zu werfen. Kann ich das auch? Ich versuch's mal. Auch mit den Verbrechen. Sie werden sich sonst rächen. So, Freunde. Warum? Warum wächst der denn sofort wieder nach? Ey, da kriege ich ein bisschen Panik, muss ich sagen, ne? Boah, schade, dass man hier die Atmosphäre nicht ändern kann, dass hier so alles so dunkler ist und so, ne? Muss ich echt sagen, ey, ist ein bisschen schade. So, die sind da irgendwie gefangen, wie ihr das sehen könnt. Seht ihr das? Die sind irgendwie gefangen. Da seht ihr das? Die sind verlangsamt. Da unten, was sehen wir denn da? Das könnten Spinnen sein, Blätter, oder? Schaut mal genau hin. Könnte alles sein, Freunde. Würmer waren da, glaube ich, auch. Ja, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, würde ich sagen. So, wie viel zieht das denn nochmal ab hier? Ich lasse mich hier nur ablenken. 14 Schaden nur. Ist ja nicht so viel, oder? 14 Schaden ist sogar der kritische. Okay. Naja, okay. Sonst haben wir 9 Schadenspunkte. Ah, kann es sein? Ach so. Guck mal, guck mal, guck mal. Wenn die da in dieser Aura sind... Nee, dann. Da. Pass auf. Zack, dann kriegen die immer nur kritischen Treffer. Das ist ja cool. Also wirft ihr erstmal schön den gepflegten Kopf hier auf die Gegner, ja? Dann sind die da in dieser komischen Aura. Und dann können wir draufhauen mit dem kritischen Treffer. Das ist ja mega geil, ey. Auf jeden Fall. Richtig gut. So, hoch in die Luft. Mit Wirbeln zum Sieg. Getroffen der Gegner werden jetzt in die Luft geschlagen. Okay, okay. Schauen wir uns an. Ja, oh, richtig gut. Richtig gut. Jetzt können die gar nichts mehr ausrichten, die Gegner. Oh, richtig gut. 27 Schaden hier, zack. Gut, oder? Jetzt können die gar nichts mehr tun. Finde ich voll gut. So, scharfe Klinge. Hack, 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 verursacht mehr Schaden. Das wurde aber auch Zeit, weil der Schaden war ja wirklich nicht sehr hoch gewesen. Ihr seht ja, 29, 29, 82, Freunde. Das war definitiv nicht allzu hoch gewesen. Aber wir schauen uns das Ganze einmal natürlich an. Ja, 47, 47, 123. Ja, da ist es auf jeden Fall mal hochgegangen. Um 18 Schadenspunkte. Und um 83 und um 40 müsste es dann gewesen sein. Das ist doch schon mal ordentliche Zahl, oder, Freunde? Darauf stehen wir auf jeden Fall, wenn die Zahlen hier ordentlich sind. So. Zwei Köpfe sind besser als einer. Halte Dreieck, um einen Kopfschergen zu erschaffen. Okay.
Häuser. Oh Gott, der Kopf. Guck mal, die Augen. Wie schwarz die sind. Wie viel ziehst du denn ab? Boah, 23 Schaden, Alter. Digga, was ist denn los bei dir? Ordentlich, oder? Ordentlich. Bleibt auch eine Zeit da. Wie lange bleiben wir denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis später, 9, Peter. Oder 10. Wie auch immer. 10 Sekunden, Freunde. 10 gepflegte Sekunden können wir hier kopflos rumirren. Also richtig geil. Wohin? Unwahrscheinlich. Oh, richtig gut, der Scherge. Können wir auch 2 rufen? Ich werf den Kopf mitsamt dem Zopf. Wir können leider nur einen Kopf rufen, gesund, aber ist nicht so schlimm. Bringt hohen Wert. Alter, was hat die denn hier für Reime drauf, Alter? Bis später, Peter und so eine Kacke, Alter. Gesund ernährt, halb gewehrt. Was ist los mit ihr, Alter? Die rastet voll aus, oder? So, Sprunganziehung. Drück im Sprung 4, um Gegner mit deiner Axt anzuziehen. Stimmt, das können wir auch, ne? Okay, warte mal, wir schauen uns das einmal an. Okay, seht ihr, guck mal, die dreht sich auch noch in der Luft dabei. Boah, 49er Schaden, richtig gut. Okay, dann haben wir Axt aufladen. Halte 4, um einen gewaltigen Axthieb aufzuladen. Kopflosion. Triff einen Kopf mit deiner aufgeladenen Axt, um ihn zur Explosion zu bringen. Okay. Axtwahn. Halte 4, um eine Schmerzspur zu erzeugen, die Gegner Schaden zufügt. Da rastet die bestimmt so aus. Längere Schmerzspur. Triff eine Schmerzspur mit 4 aus einem Sprung heraus, um sie zur Explosion zu bringen. Okay, ja, die Frage ist ja ganz einfach, auf was wollen wir gehen? Ja, die Frage ist, gehen wir jetzt hier drauf, dass wir aufladen können, ja, oder gehen wir hier drauf, dass wir eine Spur erzeugen können? Aber ich bin der Meinung, ich habe diese Attacke schon gesehen im Gameplay, also da müsst ihr da wirklich voll ausrasten. Ich glaube, das habe ich euch sogar gezeigt gehabt, ja, deswegen, wir skillen, Freunde, wir skillen auf den Irrsinnshacker, auf den unteren Weg. So sieht aus. So, nicht anders. So, Axt waren. Halte 4, um eine Schmerzspur zu erzeugen. Jawoll. Ja, genau da ist es, Freunde. Das ist es. Genau das ist es. Ja, 6 Schadenspunkte. Verlangsamt ist der Gegner dadurch auch noch. Viel zieht es jetzt nicht ab, muss ich sagen. 6, ne, aber. Ja, ist okay. Ist okay, Freunde. Ist okay. So, wir wollen einmal gucken, wie lang ist dieser Weg, Freunde. Ja, wie lang ist dieser Weg? Das schauen wir uns einmal hier an. Okay. Also wir sind gut bis dahin hingekommen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir durch unsere nächste Verbesserung kommen für längere Schmerzspuren. Okay, ich bin sehr gespannt. Fertig? Los. Sind wir jetzt weitergekommen? Naja. Irgendwie nicht, oder? Also viel weiter sind wir auf jeden Fall nicht gekommen, muss ich sagen. Zieht immer noch 6 ab. Naja. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen, würde ich sagen. Ja, dazu sagen wir einfach mal nichts, Freunde. Dazu sagen wir einfach mal nichts. Explosive Spuren. Triff eine Schmerzspur mit 4 aus einem Sprung heraus, um sie zur Explosion zu bringen. Hab ich doch. Ah, okay, damit. Boah, 117 Schaden, geil. Na gut. Wenn man überlegt, andere haben auf jeden Fall, ja, so 117 Schaden schon, ja. Deswegen, also so doll ist diese Attacke nicht. Also da muss ich echt sagen, da hätte ich mir Shopscotch wirklich stärker vorgestellt. Aber, ja, Freunde, ne, ihr seht doch, die hat auch nur 17 Angriff, 25 Schnelligkeit, auch nur 8 Verteidigung. Also, ja, so stark ist die jetzt nicht, muss ich sagen. Ja, da hätte ich mir jetzt wirklich was extrem Geileres vorgestellt. Aber okay. So, Himmel und Hölle. Drücke im Sprungdreieck, um für eine Partie Himmel und Hölle und um für kurze Zeit schneller zu werden. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall an. Ich habe keinen Plan, was das ist, Freunde. Was ist Himmel und Hölle? Ach so, das ist... Ach so, das ist... Ach ja, klar. Himmel und Hölle, jetzt weiß ich, was das ist. Ja, klar. Wie cool ist das denn, Alter? Die,
Da muss man doch so den Steiner so in die Markierung werfen, ne? Ja, sehr. Na gut, ich habe das früher nie gespielt, Freunde. Ja, das waren früher immer nur die Mädchen, die das gespielt haben. Das habe ich nie gespielt. Nein. Ich habe früher immer mit Sammelkarten oder mit so Fußballstickern immer geschnibbelt, ja. Das habe ich früher immer gemacht, aber Himmel und Hölle habe ich nie gespielt. Auf jeden Fall trotzdem extrem cool. Ja, cool. Voll gut, ey. Richtig geil. Ja, dann sind wir auf jeden Fall nochmal schneller. Guck mal, unser Kopf ist auch schneller. Habt ihr das gesehen? Unser Kopf hat auch einen Geschwindigkeitsschub gekriegt. Da seht ihr das? Cool, oder? Sehr, sehr gut. Der Versuch war mega. Doch das macht nichts. Himmel und Hölle, Alter. Voll gut. So, Freunde, dann haben wir hier noch die Sky-Ski-Kraft. Die habe ich schon mal vorher geholt, Freunde. Und ich bin mal sehr gespannt, ja, was die so kann. Steige auf und hau drauf. Die springt Seilchen. Nein. Und die lässt dabei Köpfe fallen. Keine Pause fürs Axtgesause. Die lässt die Köpfe fallen dabei. Wie cool ist das denn bitte? Begonnen ist halb gewonnen. Sky-Skikraft, alles Kopfsache. Halte R2, um explosive Köpfe in deine Gegner herumfallen zu lassen. Und dabei macht die Seilchen springen, Alter. Erstmal Himmel und Hölle und danach eine gepflegte Runde Seilchen, oder Freunde? Das kann man doch definitiv machen. Das kann man doch definitiv machen. Sehr, sehr cool. So, Freunde, das war da. Das war das Skill wieder, Freunde. Candy Coated Chopscotch, ja. Ich persönlich hätte sie mir für stärker vorgestellt, aber die Attacken, die letzten Attacken, ich würde sagen, die machen alles wett, ja. Da ist richtig geil hier, Himmel und Hölle, Alter. Ich feiere dazu hart, da könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder das Seilchen springen, wo die dann auch noch die Köpfe fallen lässt. Ja, das ist mega, Freunde. Das ist einfach nur mega. Also wirklich richtig, richtig cool. So, Freunde, wir sind am Ende für das Skill-Video. Jetzt gleich gibt es noch ein Video für euch. Und zwar werden wir in die Gespensterwelt gehen und uns dort einmal umschauen. Ja, in dem Sinne, ich bin raus, Freunde. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also habt einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Und peace. Das hier, Freunde, ist die Halloween Edition. Letztes Jahr gab es ja Fiesta, ja, was auch nicht so allzu schlecht war, hat auf jeden Fall sehr gut gepasst. Und dieses Jahr gibt es dann halt Shops.